Hallo und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Ich habe heute wieder ein Adventskalender-Video. Das ist der zweite Adventskalender, den ich bestellt habe. Das ist ein Bastel-Adventskalender. Der ist von Marianne Design. Dieser Adventskalender ist 2022 rausgekommen. Ich habe den bei Amazon für 29,95 bekommen. Der ist aber mittlerweile leider ausverkauft, also den gibt es nicht mehr bei Amazon. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, falls ihr auch Interesse daran habt. Also es gibt noch zwei Seiten, wo ihr den bestellen könnt und die verlinke ich euch. Bei der einen Seite ist es ein bisschen teurer und bei der anderen Seite kostet der genauso viel. Und falls ich den dann bei Amazon doch finde, vor der Adventskalenderzeit, verlinke ich das natürlich auch. Also ich mache mich da immer mal wieder schlau. Okay. Ich werde alle 24 Türchen auspacken, also wer das nicht wissen möchte und sich lieber überraschen möchte, weil er diesen Adventskalender auch bekommt, bitte einfach vorspulen zum Fazit. Ich blende jetzt ein, wann denn dieses Fazit kommen wird und ich blende euch jetzt auch den Preis pro Türchen ein, weil ich rechne das ja immer genau aus. Für mich ist das jetzt so, weil bei einem Preis von 29,95, dass das auf jeden Fall ein Adventskalender ist, der etwas mehr als 1 Euro pro Türchen kostet. Also ich denke mal so 1,30 Euro, 1,35 Euro wird es circa sein. Aber das rechne ich euch dann noch genau aus und schreibe das dazu. Genau, dann würde ich sagen, packen wir den mal aus. Dieser Adventskalender ist so ähnlich wie der von Spellbinders. Das bedeutet, da sind Clear Stamps, Cutting Dies und Embellishments drin. Also keine Schablonen, so wie bei Spellbinders. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Adventskalender sein wird. Der sieht auf jeden Fall mega schön aus und ist auch so gemacht, dass man danach wieder so einen so eine Mappe daraus basteln kann. Ich habe ja schon zwei Videos dazu. Das eine Video ist, wo ich den Spellbinders Adventskalender zu einer Aufbewahrung umgemodelt habe und eben auch die Sachen aus dem Adventskalender dann in diese Aufbewahrung aufbewahrt habe. Und das kann ich euch kurz mal zeigen. Da habe ich nämlich aus dem Adventskalender eine Aufbewahrung gebastelt. Und dann habe ich mit dem Harry Potter Hogwarts Adventskalender eine Sammelmappe gebastelt. Auch dieses Video werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr auch mal seht, was man aus so Adventskalendern alles machen kann. Man muss die nicht wegschmeißen. Genau. Und jetzt fangen wir an. Ich bin schon total aufgeregt. Ich finde das mega schön, wie der aussieht. Und ich liebe diese... Ich finde auch die Farbe total schön. Hier ist das Türchen Nummer 1. Ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Ich habe nämlich null Erwartungen, weil ich gar nicht weiß, was so Marianne Design alles für Produkte hat. Ich bin ja, ich glaube, ich habe bis jetzt nur eine oder zwei Stanzen von Marianne Design. Also ich lasse mich jetzt total überraschen. Okay, was haben wir hier? Das ist schon mal cool. Das ist nicht verklebt oder so. Das ist schön sauber zum Rausmachen. Und wir haben hier eine sehr, sehr schöne Tag-Stanze. Sieht ja cool aus. Schauen wir mal, was denn da noch dabei ist. Richtig toll. Das heißt, wir haben auch noch eine Stanze, die man innen drin auch nochmal benutzen kann, um das Ganze schön zu matten. Das ist sehr schön. Ich finde die Stanze sehr gut. Kann man bestimmt gut gebrauchen. Also... Sieht gut aus. Das mache ich dann auch wieder rein und ich werde das so machen, dann sehe ich, was ich geöffnet habe. Sehr cool. Also theoretisch könnte man das sogar hier drin lassen. Wir werden sehen, ob es weiterhin so schön sauber sich lösen lässt, aber das ist eine sehr, sehr tolle Idee von denen. Dann geht es weiter mit Türchen Nummer 2. Wo ist denn das Türchen Nummer 2? Haben wir heute überhaupt genug Licht? Ich habe das Gefühl, es ist heute ein bisschen zu dunkel. Ich habe jetzt noch ein Licht angemacht, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist zu dunkel heute. So, wo ist denn das Türchen Nummer 2? Hier ist das Türchen Nummer 2. Ah, ich freue mich so. Okay, da habe ich jetzt nicht so schön sauber alles ausgepackt. Und da kommt die nächste Stanze raus. Oh, guckt mal, eine Tannenbaumstanze. Die ist ja cool. Oh, die gefällt mir. Richtig schön. Ich habe sowas noch gar nicht. Richtig, richtig toll. Echt schön. Ich freue mich. Ja, und auch hier... werde ich das Ganze, soll ich das einfach so nach unten drücken, wieder so zumachen. Richtig cool. Türchen Nummer 3, hier haben wir was Längeres. Oh, da kommt ein Baker's Twine raus. Richtig cool. Das schaue ich mir mal genauer an, wie die Qualität davon ist.
Boah, sieht schon gut aus. Ich finde, das sieht nach einem stabileren Baker's 2 aus. Ich mag ja Action-Produkte sehr, sehr gerne. Und ich finde, also ich kaufe mir auch gerne das Baker's 2 von dort. Aber ich finde halt, das fädelt sich immer ganz schnell auf. Und das scheint jetzt nicht so zu sein. Also ihr seht auch, dass das. Wir machen mal den Test. Wir schneiden mal so ein Stückchen weg. Ob sich das gleich so aufzwirbelt? Nee, eigentlich nicht. Ja, weil das ist nämlich immer so beim Action-Baker's 2, dass in ganz schneller Zeit schon alles so auseinander sich friemelt. Das sieht gut aus. Finde ich gut. Mache ich mir jetzt mal so rein, ohne die Tüte. Dann geht's weiter mit Türchen Nummer 4. Wo ist denn das Türchen Nummer 4? Hier ist das Türchen Nummer 4. Das ist etwas kleiner. Oh, da kommt der erste Stempel. Und da haben wir Merry Christmas. Und zwar das Merry ist von beiden Seiten zu sehen. Also ist schön abgerundet. Ja, wieso nicht? Ist ein kleiner süßer Stempel. Ja, ist okay. Also ist jetzt nicht so spektakulär, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht kann man das schön in Szene setzen. Muss ich ausprobieren. Das war Türchen Nummer 4. Es geht weiter mit Türchen Nummer 5. Hier kommt was ganz Großes. Oh, okay. Da ist eine Stanze drin. Und zwar ist das eine Rentierstanze mit, und das ist hier geöffnet, dass man da auch, dass man das irgendwie schön in Szene setzen kann. Okay, cool. Das ist hier so ausgespart. Ja, ich habe schon, also ich kann mir vorstellen, dass man daraus was ganz Cooles basteln kann. Finde ich schön. Mir gefällt die Stanze. Da freue ich mich schon drauf, etwas damit auszuprobieren. Und ich muss sagen, dieser Adventskalender ist sehr weihnachtlich, was wir jetzt bei den anderen Spellbinders Adventskalender eben nicht hatten. Das bedeutet, man kann ja die ganzen Sachen wirklich für Weihnachten verwenden. Das ist richtig cool. Das freut mich. Das heißt, ihr werdet zu diesem Kalender früher Videos sehen als wir zu dem anderen, weil das eben zu Weihnachten passt. Das heißt, die Produkte kann ich jetzt dann auch gleich benutzen. Jetzt kommt das Nikolaustürchen, Türchen Nummer 6. Oh, da kriegen wir jetzt einen Tannenbaumstempel. Da schauen wir uns jetzt gleich mal die Stanze dazu an. Die ist schmaler, okay. Aber trotzdem kann man das irgendwie ja auch zusammen benutzen. Finde ich cool. Das ist ein toller Stempel. Ich bin mir sicher, dass ich den auch öfters benutzen werde. Den finde ich toll. Der sieht gut aus. Da bin ich echt gespannt, wie der abgestempelt dann aussieht. Das ist das Nikolaustürchen. Ist jetzt nicht so ein Türchen wie bei Spellbinders, wo ich richtig ausraste. Aber es ist ein Stempel, den ich bestimmt gut benutzen werde. Türchen Nummer 7 ist wieder etwas größer. Okay, was haben wir hier? Also es bleibt bei diesem weihnachtlichen Thema. Wir haben hier Designpapier. Eine gute Grammatur. Also man kann hier kleine Journaling-Cards vielleicht draus machen. Das sind jetzt so schöne Winterlandschaften. Gehört eigentlich so. Könnte man auch so ein bisschen als fortlaufend sehen. Ja. Ja, so ein bisschen. Nicht ganz, aber ein bisschen. Und dann haben wir noch sowas. Ist nicht schlecht. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Es geht weiter mit Türchen Nummer 8. Das Türchen Nummer 8 ist ganz klein hier unten. Ach, wie süß. Oh, das ist ja cool. Richtig toll. Da bekommen wir nicht nur den Stempel, einen sehr, sehr süßen Schneemannstempel und die Stanze dazu. Das finde ich mega. Richtig cool. Ja, das ist echt ein tolles Türchen. Das wäre vielleicht ein Megatürchen für Nikolaus gewesen, aber ich denke, der Nikolaustag, der zählt hier bei diesem Adventskalender einfach nicht. Deswegen, ja, also das finde ich richtig toll. Ein ganz tolles Türchen, gefällt mir echt gut. Dann geht es weiter mit Türchen Nummer 9.
Da kommt wieder eine Stanze zum Vorschein. Was bekommen? Oh, toll! Eine ganz tolle Stanze. Oh, richtig cool. Ich freue mich. Schaut mal, wie schön. Ja, perfekt. Also ich liebe diese Stanze jetzt schon. Ich habe schon ganz viele Vorstellungen, wofür ich so ein Nikolausmützchen verwenden kann. Richtig cool. Mega. Eine ganz tolle Stanze. Toll. Ich bin begeistert. So, es geht weiter mit Türchen Nummer 10. Wo ist denn? Ah, da kommt wieder was Kleines. Hier ist das Türchen Nummer 10. Cool. Jetzt bekommen wir wieder Stanzen und diesmal sind es Sternstanzen. Und ich glaube, in dieser Größe, weiß ich nicht, ob ich in dieser Größe schon Sternstanzen habe. Ich habe ja einige Stanzen, aber ich meine, ich habe größere Stanzen. Und die passen ja genau ineinander von der Größe her. Echt cool. Ich finde die toll. Toll. Und auch wieder weihnachtlich. Also wir bleiben im Weihnachtlichen, so wie es aussieht bei diesem Finde Kalender. ich toll. So, dann geht's weiter mit Türchen Nummer 11. Hier ist das Türchen Nummer 11. Hier haben wir wieder was ganz Langes. Oh, das habe ich jetzt leider nicht so gut erwischt, aber jetzt. Oh, schön. Schaut mal. Oh, das ist ja hübsch. Richtig schön. Den Stempel finde ich toll. Richtig, richtig schön. Mega. Also mir gefällt das echt gut, was hier drin ist. Ich hatte jetzt noch nichts, wo ich sage, oh nee, das geht gar nicht. Das gefällt mir echt gut, was hier alles drin ist. Und wir haben ja jetzt unsere Halbzeit, also kann ich das schon mal sagen. Also ich finde das gut. Türchen Nummer 12, wieder was Längeres. Da kommt eine Stanze. Die hat sich hier etwas festgeklebt. So, da haben wir so ein, ja, so eine Sternenstanze. Ja, kann ich mir jetzt noch nicht vorstellen, wie das dann aussieht, wenn man es benutzt. Aber das muss ich ausprobieren. Also, das ist trotzdem ein Ganzes, auch wenn es wahrscheinlich ziemlich filigran ist. Aber jetzt Moment, das könnte vielleicht eine Stanze für Silvester sein, wenn ich sie jetzt so sehe. Ja, doch, da hätte ich schon eine Idee dazu. Ist auch cool, gefällt mir. Türchen Nummer 13 ist hier. Ach, wie süß! Oh, wie niedlich! Guckt mal, da haben wir jetzt dieses Rentier, was wir ja auch hier als Stanze bekommen haben. Dieses Rentier haben wir jetzt hier auch als Stempel. Richtig cool. Ist ja süß. Mir gefällt der. Echt niedlich. Sehr, sehr süß. Dann geht's weiter mit Türchen Nummer 14. Das ist hier. Und da bekommen wir wieder einen Tannenbaum, aber diesmal eine andere Form. Also ich finde das total cool. Ich habe noch keine Tannenbaumstanzen. Und ich habe, glaube ich, nur einen Tannenbaumstempel vom Action. Deswegen finde ich das gut. Also für mich lohnt sich das jetzt alles, was ich hier drin habe. Da bin ich echt gespannt, was ihr mir dazu schreibt, ob das jetzt was für euch ist oder nicht. Ich finde den gut. Richtig, richtig cool. Türchen Nummer 15. Das haben wir hier. Okay, hier bekommen wir winzig kleine Pompons. Ja, das ist jetzt okay. Wobei ich sagen muss, also Pompons kann man natürlich auch so im Laden kaufen. Das ist jetzt nichts Einzigartiges. Aber so kleine Pompons wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich die herbekomme. Also, das ist dann schon irgendwie was anderes. Und wenn wir uns jetzt mal dieses Stempelset anschauen, dem könnte man jetzt so ein kleines Näschen draufsetzen damit, ne? Also, das ist schon irgendwie süß. Oder unser Schneemann, wo war der denn? Hier. Dem könnte man jetzt auch irgendwie. Ja, okay, da würden wahrscheinlich schwarze kleine Pompons oder Bommel besser passen. Aber vielleicht hier auf die Mütze könnte man das draufsetzen. Das ist schon eine interessante Größe, die man, glaube ich, so nicht kaufen kann. Also, ich wüsste jetzt nicht wo. Finde ich auch nicht schlecht. So, Türchen Nummer 16. Oh, da kommt wieder was ganz, ganz Großes hier. Was ist hier drin? Oh, es
gibt hier doch Schablonen. Guckt mal. Cool, wir haben hier Schablonen. Die schauen wir uns jetzt mal an. Das sind auch noch mehrere. Sehr cool. Also, wir haben hier einmal eine Sternenschablone. Finde ich super. Jetzt nehmen wir uns mal dieses Format vom Designpapier. Und da könnte man jetzt noch Sternen drauf machen. Das passt genau drauf. Hier haben wir Schneeflocken. Auch sehr cool. Könnte man jetzt vielleicht so einzelne Details noch mit drauf machen. Und hier haben wir ja auch noch mal Schnee. Ach, finde ich toll. Das passt irgendwie alles super zusammen. Richtig toll. Türchen Nummer 17 ist das nächste Türchen. Da ist wieder etwas Kleineres drin. Oh, das kriege ich gar nicht. Da ist die Stanze im Weg, deswegen kriege ich das nicht so runtergedrückt. Ach, wie süß. Okay, das klebt hier ein bisschen fest. So. Hier haben wir einen kleinen Schmetterling. Echt süß. Das wird dann hier geprägt und der Rest wird geschnitten. Ich finde den schön. Es hat auch eine gute Größe. Wäre eine perfekte Handstanze, finde ich. Weil das von der Größe her wäre das praktisch für Reste. Schade, dass das keine Handstanze ist. Aber toll, also richtig cool. Und man sieht, das wird dann doch jetzt mal... Also wir sind jetzt beim 17. Dezember und da kommt ja dann auch langsam Weihnachten. Und da geht es jetzt los mit nicht mehr weihnachtlich, was ich gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann hat man jetzt wieder was, wo man dann für später basteln kann. Hier ist das Türchen Nummer 18, das ist ein bisschen länger. Also ich glaube, man hat sich hier viele Gedanken gemacht bei diesem Adventskalender. Oh, wie cool! Ja, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass jetzt hier so eine coole Spitze auch noch rauskommt. Richtig toll. Wow. Wow, richtig schön. Ich finde den toll. Das kann ich auch sehr gut gebrauchen. Also bis jetzt war noch nichts drin, wo ich sage, das kann ich nicht gebrauchen. Klar, das ist jetzt für 1,30 Euro ist das jetzt vielleicht nicht viel. Weiß ich nicht. Also kann ich jetzt so nicht sagen. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich nicht nach billig an. Es stinkt jetzt auch nicht. Also ich find's okay als Türchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Pompons waren jetzt vielleicht für 1,30 Euro ein bisschen wenig. Da hätten vielleicht mehr drin sein können in einem Beutel. Aber sonst finde ich das ganz gut, was wir hier bekommen. Es geht weiter mit Türchen Nummer 19. Okay. Ja, cool. Schaut's mal, eine Grasstanze. Ja, richtig toll. Man hat dann hier eine Grasstanze, man hat hier einen Schmetterling und kann direkt für den Frühling loslegen. Sehr, sehr cool. Gefällt mir. Das Türchen Nummer 20 ist jetzt ein großes Türchen. Oh, und schaut mal, jetzt kommt auch ein passendes Papier für den Frühling. Richtig toll. Oh, das ist echt toll. Also mir gefällt das richtig gut. Mega. Und das sind jetzt verschiedene. Richtig toll. Man sieht, das sind jetzt verschiedene Aufleger. Das ist jetzt ähnlich. Echt cool. Eine süße Größe. Der ist echt süß, der Adventskalender. So, dann kommt das Türchen Nummer 21. Hier haben wir was ganz Schmales. Und da kommt eine sehr interessante Blumenstanze. Dann öffnen wir die mal. Also, ach, das ist ja cool. Oh, die gefällt mir echt gut. Schaut mal, ihr habt quasi die Blume, die so nach oben guckt und hier den Stiel von der Blume und das ist dann der Kreis, der hier oben drauf gesetzt wird. So wahrscheinlich eher. Echt toll, finde ich cool. Sehr, sehr schön. Also ich bin richtig begeistert. Ich finde das einfach nur praktisch, was man hier bekommt. Das kann man definitiv gebrauchen, außer man hat so eine Stanze schon. Aber ich habe davon noch gar nichts, was ich jetzt hier alles bekomme. Türchen Nummer 22 ist hier, ist jetzt auch ein bisschen kleiner.
Oh, wie süß. Guckt mal. Da haben wir einen kleinen Schmetterlingsstempel. Und dieser Schmetterlingsstempel ist anders wie dieser Schmetterling. Passt aber jetzt alles perfekt zu dem ganzen Thema. Ja, und jetzt kommen die letzten zwei Türchen. Ich bin schon sehr gespannt. Hier ist das Türchen Nummer 23. Und ich zeige euch jetzt schon mal das Türchen Nummer 24. Das ist das Türchen Nummer 24, direkt daneben. Und ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, was da denn drin sein könnte. Aber jetzt öffnen wir das Türchen Nummer 23. Och, wie süß! Das gibt's ja nicht. Eine Marienkäferstanze. Boah, ich finde den klasse, diesen Adventskalender. Das ist so gut durchdacht. Richtig, richtig toll. Och Gott, ist das niedlich. Schaut's mal, der Körper. Und die Flügel. Einfach nur süß. Ach, ich finde den klasse. Ich finde den einfach nur klasse. Wirklich. Ja, was könnte jetzt im Türchen Nummer 24 sein? Wir hatten jetzt schon weihnachtliche Stanzen, Frühlingsstanzen, Frühlingsstempel, Frühlingspapier. Wir hatten den Nikolaus Hut. Vielleicht ist hier irgendwie ein Weihnachtsmann drin. Oder ein Spruch, dass da jetzt ein Spruch kommt als Stanze. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall die Größe hier. Und ich würde sagen, wir öffnen es. Was ist da wohl drin? Okay, jetzt kommt hier trotzdem, also jetzt kommt hier was Frühlingshaftes. Und zwar auch eine Blumenstanze. Aber auch sehr cool. Mit der kann man auf jeden Fall auch viel anfangen. Ist jetzt aber nicht eine Nummer 24, wo ich ausraste. Das muss ich noch dazu sagen. Aber ich kann die auf jeden Fall gebrauchen. Es ist jetzt nur nicht etwas, was alles toppt, sage ich jetzt mal. Aber vielleicht seht ihr das ja anders. Vielleicht ist das ja genau eine Stanze, die ihr jetzt am schönsten findet von allem. Ich finde am schönsten den Schneemann. Den Schneemann als Stempel und als Stanze. Und ich glaube, ich hätte das jetzt hier auch gut gefunden, wenn das so was Doppeltes ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt was ganz Besonderes, wo das Ganze toppt. Ich finde aber, dass man sich hier richtig viele Gedanken gemacht hat bei diesem Adventskalender, dass das irgendwie vom Thema her auch passt. Am Anfang ist es noch sehr, sehr weihnachtlich und dann kommen im Endeffekt schon Sachen für den Frühling. Also man kann die Sachen dann auch wirklich Tag für Tag benutzen. Es passt irgendwie auch für Silvester und so. Also ich finde, auch die Verpackung ist richtig gut gemacht. Da hat man keinen Müll. Man kann die ganzen Sachen hier so drin lassen. Noch, also da ist nichts zum Wegschmeißen. Das kann man einfach umklappen, wie ihr seht. Es ist schön flach. Man kann das jetzt so sich auch als Aufbewahrung hinstellen. Also da muss man ja nicht einmal mehr was danach Fertiges noch basteln daraus. Ich finde den toll. Ich finde den richtig toll. Da hat man sich wirklich viele, viele Gedanken gemacht. So, und jetzt kommt dann mein Fazit. Also, mein Fazit zu diesem Adventskalender ist, ich finde, für 30 Euro bekommt man hier einen richtig guten Inhalt, der sehr, sehr, also sehr gut durchdacht ist. Das ist auch ein sehr umweltfreundlicher Adventskalender, weil eigentlich nichts danach zum Wegschmeißen ist. Selbst diese Folie, womit der Adventskalender verpackt wurde, ist so gut. Die ist so einfach wieder, ja, die ließ sich so gut lösen und man kann die ja danach eigentlich auch weiterverwenden, um etwas anderes zu verpacken. Also da hat man sich auch richtig viele Gedanken gemacht. Der ist optisch sehr schön, inhaltlich sehr schön. Und es kommt natürlich darauf an, ob man diese Stanzen und diese Stempel schon besitzt. Je nachdem wird dann die Reaktion darauf sein. Mir hat wirklich jedes einzelne Türchen gefallen. Ich habe jetzt zu keinem Türchen eine wirkliche Kritik. Also ich muss sagen, der ist gut. Ich kann da nichts, ich kann nichts Negatives zu diesem Adventskalender sagen. Ich finde den einfach nur toll. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir zu diesem Adventskalender schreibt. Das ist ja jetzt kein deutscher Adventskalender. Ja, und was auch positiv ist für diesen Adventskalender, dass man nicht das Problem hat mit englischer Sprache, so wie bei dem Spellbinders Adventskalender.
Und das sollte man vielleicht auch noch zu jemandem sagen, der den nicht geöffnet anschauen wollte. Also das ist ein großer Vorteil zu diesem Adventskalender. Genau, und deswegen bin ich auch jetzt sehr gespannt, was ihr mir dazu schreibt, wie ihr diesen Adventskalender findet. Wie gesagt, ich verlinke die beiden Shops, wo man den jetzt noch erwerben kann. Und vielleicht kommt der ja nochmal bei Amazon, dann werde ich das auch für euch verlinken. Und ja, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich natürlich selber einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was ich mit diesen ganzen Sachen jetzt noch basteln werde. Da das ja weihnachtlich ist vom Inhalt, werde ich diesen Adventskalender definitiv auch jetzt vor der Weihnachtszeit auch ein bisschen benutzen. Also ihr werdet bestimmt ein paar von diesen Sachen wiedererkennen und wiederfinden. Ja, und ansonsten freue ich mich schon das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.